Ihr wollt Halloween? Selbstverständlich bekommt ihr Halloween und heute gibt es eine etwas ekelige, aber sehr, sehr leckere Torte. Doch bevor wir starten, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert am besten noch die kleine Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut auf jeden Fall hier unter dem Video in die Infobox. Da findet ihr nämlich immer alle Links. Also den Link zu meinem Online-Shop, den Link zu meinem Tortenretter, den ihr seit September käuflich erwerben könnt, genauso auch wie die Links zu den Rezepten und zu allen Produkten, die ich verwendet habe. Und nun geht's endlich los. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ein klein wenig, was heißt ein klein wenig? Blutig sieht sie auf jeden Fall aus, eklig. Aber dafür auch richtig lecker und ideal für eure Halloween-Party. Ich habe nämlich eine No-Bake-Waldmeistertorte mit einer Himbeer-Fruchteinlage in Form eines Fruchtkörns bzw. eines Himbeerkörns. Mit diesem starten wir auch los, denn das muss nämlich erstmal auskühlen, bevor es weiterverarbeitet werden kann. Und bevor ihr mich fragt, mit Marmelade funktioniert dies nicht, denn das Curd, egal ob Frucht- oder Lemon-Curd, hat nämlich die Eigenschaft, in diesem Kuchen flüssig zu werden. Und dann entsteht nämlich genau der Effekt, der hierfür absolut erwünscht ist. Wenn ihr das anschneidet, läuft es nämlich richtig flüssig wie Blut heraus. Marmelade würde in der Torte im Kühlschrank fest werden und hat nicht ganz so einen schönen Effekt. Deswegen probiert es auf jeden Fall mit einem Fruchtcurd oder ihr könnt natürlich auch ein Lemoncurd rot eingefärbt verwenden. Wir starten aber jetzt endlich los mit dem Rezept. Für das Fruchtcurd benötigen wir ein Ei der Größe M, 35 Gramm Butter, 30 Milliliter Fruchtsirup. Ich habe hier Himbeersirup. Ihr könnt natürlich auch einen anderen verwenden. 60 Gramm Zucker und etwas Zitronenschalenabrieb. Außerdem benötigen wir noch rote Lebensmittelfarbe. Das Ei wird in eine Rührschüssel gegeben und mit dem Schneebesen verquirlt. Der Zuckersirup wird mit etwas Zitronenschalenabrieb und dem Zucker auf dem Herd einmal aufgekocht und anschließend noch heiß unter ständigem Rühren zu dem verquirlten Ei gegeben. Hier gebe ich nun noch die rote Lebensmittelfarbe dazu und dann kommt das Ganze auf ein Wasserbad bei mittlerer Hitze und gebe stückchenweise die Butter dazu. Ich gebe immer ein kleines Stück hinein, rühre so lange, bis es sich aufgelöst hat, bis die komplette Butter in dem Sirup drinne ist. Anschließend wird das Curd so lange noch auf dem Wasserbad gerührt, bis es anfängt einzudicken und dann kann es auch schon vom Herd und dem Wasserbad genommen werden. Ich gebe dieses nun in ein separates Schälchen, decke die Oberfläche ab und lasse es komplett auskühlen. In der Zwischenzeit geht es aber mit dem Kuchenboden weiter. Hier benötigen wir 200 Gramm dunkle Kekse, zum Beispiel Oreos. Ihr könnt aber auch andere Kekse verwenden und 90 Gramm geschmolzene Butter. Die Kekse kommen in einen Mixer und werden fein gemahlen. Alternativ könnt ihr sie natürlich auch mit einem Nudelholz zerstoßen. Anschließend kommt die geschmolzene Butter dazu und das Ganze wird miteinander verrührt in eine 24 cm Springform gegeben. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet und den Keksboden drücke ich fest mit einem Löffelrücken an. Anschließend muss dieser für etwa eine halbe Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird die Creme vorbereitet. Dazu benötigen wir 400 ml süße Sahne, 150 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt. Oder alternativ könnt ihr natürlich auch das Mark einer Vanilleschote oder Vanillezucker verwenden. Außerdem benötigen wir 30 ml Waldmeistersirup, 500 Gramm Dickmilch, 500 Gramm Naturjoghurt,
13 Blatt Gelatine, das ausgekühlte Fruchtcurd und grüne Lebensmittelfarbe. Ich habe mich hier für ein Leimgrün entschieden. Zuallererst wird die Gelatine in kaltem Wasser für etwa 10 Minuten zum Quellen eingeweicht. In der Zwischenzeit schlage ich die Sahne steif, gebe in eine weitere Rührschüssel Joghurt, Dickmilch, Zucker, Waldmeistersirup und das Vanillearoma, rühre alles cremig, gebe hier an dieser Stelle die Lebensmittelfarbe dazu, drücke anschließend die gequollene Gelatine aus und gebe sie zum Schmelzen bei ganz kleiner Hitze auf den Herd. Bitte achtet darauf, dass sie nicht kocht, denn dann verliert sie ihre Gelierkraft. Zum Temperaturangleich gebe ich etwa 2 bis 3 Esslöffel von der Waldmeistermasse in die warme Gelatine, rühre dieses ein, gebe es anschließend in die komplette Masse, rühre alles gut ein und zu guter Letzt wird noch die Sahne untergehoben. Der Keksboden sollte nun ausgekühlt und fest sein und hier gebe ich nun die Waldmeisterfüllung hinein. Anschließend kommt das rote Fruchtcurd zum Einsatz und wird mit Hilfe von 2 Teelöffeln klecksweise auf der Oberfläche verteilt und mit einer Gabel ganz leicht marmoriert, nicht zu stark. Eigentlich hauptsächlich, dass diese Kleckse untergehoben werden. Die Torte muss nun für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank, am besten über Nacht. Für den grünen Fruchtspiegel verwende ich einfach eine Waldmeister-Götterspeise, die ich mit Zucker und Wasser nach Packungsanweisung zubereite. Die Götterspeise ist nach Anleitung zubereitet und nun muss sie erstmal auf Zimmertemperatur herunterkühlen. Sie muss kalt sein, damit sie auf die Torte gegeben werden kann. Natürlich nicht so kalt, dass es schon anfängt zu gelieren. Sie kühlt auf Zimmertemperatur runter, ist in dem Moment noch flüssig und wird auf der kalten Torte verteilt. Ich verteile anschließend noch ganz wahllos und grob und unordentlich ein paar Gummiwürmer und dann muss die Torte wieder für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank, so lange bis die Götterspeise fest geworden ist. Anschließend löse ich sie vorsichtig aus der Form . Gebe sie mit Hilfe meines Tortenretters auf einen Teller, entferne noch vorsichtig das Backpapier und dann kann sie auch schon angeschnitten und serviert werden. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch schon, wie zu Anfang erwähnt, hier unter dem Video in der Infobox. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox rein, da findet ihr nämlich alles, was ich benötigt habe, alle meine Produkte, die Rezepte und auch den Link zu meinem Tortenretter. Und wenn ihr dennoch Fragen habt, dann stellt sie mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche, ein gruseliges Halloween und falls ihr noch mehr Halloween-Torten sehen möchtet, dann schaut doch mal hier in meiner Playlist vorbei. Da verlinke ich euch meine Halloween-Playlist und dann wünsche ich euch am Mittwoch ganz, ganz viel Spaß und dann sehen wir uns
ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.